Hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Stadt Lauda, Königshofen. Hier zwei Stadtmitarbeiter da. Ja, bitteschön. Ich bin der Christoph Kraus. Und ich die Christina Ort. Und ja, wir sind schon fleißige E-Biker. Ja, jawohl. Und zwar die Stadt Lauda hat mit uns ein sehr schönes E-Bike-Projekt gemacht. Denn die wollen ja, dass die Mitarbeiter erst einmal angenehm durch die Stadt Lauda fahren. Also nicht unbedingt jetzt mit dem Auto, nachhaltig und Klimaschutz gehört alles noch mit einem Paket mit rein. Und was ist noch der Grund? Ein Grund ist auch die Flexibilität mit dem E-Bike. Also wir nutzen es gerne auch selber für Dienstfahrten, für kleine Abstecher ins Schwimmbad, ins Mehrgenerationenhaus, zur Schule. Einfach für Bereiche, wo man sonst mit dem Auto hingefahren ist, kann man einfach jetzt mit dem E-Bike flexibel und schnell hinkommen und man hat noch ein wenig Frischluft. So, und darum geht es. Die Mitarbeiter sollen ja im Grunde genommen auch, wenn sie dann auf dem Weg sind, irgendwo hin, sollte die sich auch ein bisschen erholen können und erfrischen, so wie ich das ja auch mache. Mit dem E-Bike ist es schöner zu fahren durch Lauda wie zum Beispiel mit dem Auto. Mit dem Auto, ne, da hast du dann einen Haufen Einbahnstraße, wo man sich durchzwängen muss. Oder Parkplatz suchen gehört natürlich immer dazu. Ne? Mhm. Und so kann man halt direkt vorne dran hinfahren. Genau. Den Vorteil haben wir. Und jetzt habt ihr auch noch ein Köfferle gekauft. Wir haben noch ein Köfferle und das können wir uns euch gerne mal anschauen. Es ist, wie gesagt, sehr geräumig, gerade wenn man mal einen Aktenordner mit dabei hat oder Unterlagen. Fotokameratasche ist die Tasche wirklich gut und auch einfacher als ein Rucksack, den man hinten drauf sich klemmen muss oder eine Umhängetasche. Also es passt viel rein. Ist wasserdicht. Ist wasserdicht, richtig. Und abschließbar. Und abschließbar. Also man kann auch mal da was Wichtiges mit transportieren. Richtig. Dann habt ihr auch so Art Geländereife drauf gemacht. Ne, es sind Allround-Reife. Denn es wird ja auch genutzt, um die Wanderwege abzufahren zum Beispiel. Da kommst du zum Spiel. Ganz genau. Wir Mitarbeiter vom Sachgebiet Tourismus, Kultur und Messe müssen natürlich auch ab und zu immer mal die Wanderwege abfahren oder abgehen. Ist dann natürlich ganz praktisch, da wo man nicht mit dem Auto hinkommt, einfach mal mit dem E-Bike hinzufahren und dann vielleicht das letzte Stück, was dann auch mit dem Rad nicht geht, dann noch zu Fuß gehen. So. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum ist eigentlich diese Stadt Lauda so beliebt bei E-Biker und bei E-Bikerinnen? Das hängt einmal mit unserer Firma zusammen. Also wir sind hier praktisch von Deutschland weit und aus der Schweiz, Österreich kommen hier viele hierher, um hier ihr E-Bike zu kaufen. Aber Lauda ist ja auch die ideale E-Bike-Stadt, denn wenn man hier Urlaub verbringt, dann hat man die geniale Möglichkeit mit der Bahn in vier Himmelsrichtungen zu fahren, beziehungsweise wieder zurück. Und man kann quasi, wenn man eine Woche hier ist, jeden Tag in eine andere Himmelsrichtung und kann 60, 70, 80 Kilometer zufahren und dann abends wieder mit dem Zügle zurück wieder hier übernachten. Also man muss nicht dann mit Sack und Pack durch die Gegend, sondern hat hier ein schönes Hotel. Wir haben ja mehrere gute Hotels. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also da gibt es noch, wir haben ja noch Gemeinde, ne? Beckstein zum Beispiel, Königshofen, Lauda. Mhm. Da kommen sie überall unter. Gut, unter. Und wir sind doch die einzige Stadt mit drei empfehlenswerten Weinhotels in Baden-Württemberg. Oh, das wusste ich nicht. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wirklich? Ja. Genau. Ja, das ist einmal das Rebgut in Lauda, der Rebenhof in Beckstein und auch das Weinhotel Benz, ganz genau, auch in Beckstein. So, also was wollte mir Ihnen da damit sagen? Wenn Sie bei uns ein E-Bike kaufen möchten, dann nehmen Sie sich doch einfach Zeit, ein bisschen Urlaub. Und also meistens ist es ja so, man bestellt es, es ist dann individuell und wenn es dann abgeholt wird, dann kommen sie hierher, verbringen gleich noch ein paar Tage mit. Genieße hier die schöne Landschaft, die schöne Tour, die Spezialitäten, die wir hier haben. Und den Wein. Und den Wein, ja, da bin ich schon dabei. So, ne? Und ein Wein, der ist besonders unbedingt jetzt mal ausprobierenswert. Das ist der Tauberschwarz, genau. Also bei uns in der Weinstadt Lauda Königshofen gibt es die Rebsorte Tauberschwarz. Das ist eine autochthone Rebsorte, das heißt eine, die nur bei uns hier heimisch ist und die eben benannt wurde wegen der Tauber, weil wir hier an der Tauber liegen und die darf auch nur hier angebaut werden. Deswegen ist es was ganz Besonderes. Und ich weiß auch noch was zum Tauberschwarz, weil der wurde schon im Mittelalter angebaut.
Genau. Also sowas gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Dass so aus dem Mittelalter noch ein Wein rüberkommt und wenn man den dann so trinkt, dann weiß man, wie unsere Altvorderen hier schon gezecht haben. Übrigens war hier der Wallenstein 1645, 46. In dem Winter, bevor er getötet worden ist, umgebracht, hat er hier den Winter in Lauda verbracht und hat jeden Tag, sagt man, mindestens 2 bis 3 Liter Tauberschwarz getrunken. Das ist sehr stattlich. Ja, ja, doch, doch, doch. Das kann man in der Annale nachlesen. Okay, das hat man gleich nicht. Also, kommen Sie zu uns, genießen Sie das Saubertal, die E-Bikes, die Gute und die Menschen, die es hier gibt. Gell? Genau, so machen wir das. Also dann, tschüss und bis bald. Tschüss. Ha 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 ha!